Kirchendenkmale Deutschlands. Die UNESCO-Welterbestadt Quedlinburg. RFH. Einfach näher dran. Lebendige Geschichte. Das große Schloss und seine Retter. Blankenburgs großes Schloss wurde natürlich vor mehr als 25 Jahren erbaut. Es prägt bereits seit dem Mittelalter die Region und der Ort Blankenburg siedelte sich unter der damaligen Burg an. Machtkämpfe und Eigentumsveränderungen schrieben seine Geschichte. Die Blütezeit erlebte es im 18. Jahrhundert, als Blankenburg zum Herzogtum ernannt wurde. 1945 wurden Schloss und Ländereien enteignet und während der DDR-Zeit befand sich hinter den historischen Mauern die Konsumfachschule für Binnenhandel. Nach der Wende zog diese aus und das Ensemble wurde sich quasi selbst überlassen. 1990 wurde der Konsum, der jahrelang sich eigentlich hier dieses Objekt gepflegt, gehegt hat, als Fachschule für Binnenhandel, eben die Zuständigkeit abgegeben hat, ist dieses Schloss einfach aus dem Blickfeld gekommen. Es ist an die Treuhandanstalt für Immobilien gekommen, dann ist es dahin gekommen und letzten Endes war keiner mehr zuständig und das ist einfach das Problem. Wenn solch ein Gebäudeensemble rund 15 Jahre leer steht, werden die Dächer undicht, Wasser dringt ein, Frostschäden treten auf und der Hausschwamm hat günstige Wachstumsbedingungen. Die Zeit drängte. Es gab nur noch eine kleine Chance, das Anwesen zu retten. Und das wollten einige Enthusiasten tun. 2005 im Februar hatten wir uns gegründet mit 15 Gründungsmitgliedern. Es gab eine Satzung und wir erhielten schon im gleichen Jahr, im September, nach einem Antrag Mittel vom Land, 80.000 Euro. Was haben wir mit dem Geld gemacht? Wir haben das desolate und einsturzgefährdete Torhaus gerettet. Rhein hatte dann schon im Folgejahr 2006 150 Mitglieder ungefähr. Wir sind heute 300 Mitglieder. Es ist also stetig gewachsen. Es begann mit kleinen Schritten und ohne die Beantragung und Genehmigung von Fördermitteln wäre das Vorhaben bald gescheitert. Denn was die Vereinsmitglieder vorfanden, war ein stark in Mitleidenschaft gezogenes großes Schloss. Wir haben vor 10 Jahren hier eigentlich einen desolaten Baukörper. Man kann es nicht mehr Schloss sagen, es war ein desolater Baukörper vorgefunden. Mittlerweile haben wir hier ein Schloss, welches zu 70% gesichert ist, zu fast über 50% die Dachflächen wieder nachhaltig restauriert wurden. Das heißt, wir haben ein langsam wieder entstehendes Schloss. Und das war nur möglich gewesen, weil sich über die Jahre die Vereinsmitglieder eigentlich aufopferungsvoll um diesen Erhalt gekümmert haben. Der Theaterflügel wurde bereits vollständig saniert. Er ist wieder nutzbar und wird auch gern angenommen. Konzerte, Schauspielaktionen oder Neujahrsempfänge stehen auf dem Veranstaltungsplan. Und die Vereinsmitglieder engagieren sich immer ehrenamtlich. Natürlich ist der Verein weiterhin auf Spenden angewiesen, denn jede Förderung muss auch mit einem entsprechenden Eigenanteil gegenfinanziert werden. So stellt der Verein das Schlossareal auch gern als Filmkulisse zur Verfügung oder bietet in seinen Räumen Hochzeiten an. Für sein Engagement erhielt der Verein im vergangenen Jahr die silberne Halbkugel. Bundesweit ist es der höchste Preis der Anerkennung für die Bewahrung, Rettung und Sicherung von Denkmälern, aber vor allen Dingen, und das ist das, was für mich so wichtig ist, auch mit Blick auf den Verein, die Vereinsmitglieder, es ist die höchste Anerkennung für die ehrenamtliche Tätigkeit im gesamten Bereich von Denkmalpflege, Denkmalschutz, von Geschichtserinnerung und Bewahrung. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Bedeutsames, das klarzumachen, dass dies dem Verein übereignet wurde. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff besuchte das große Schloss und trug sich als Erster ins Ehrenbuch des Vereins ein. Ich bin nicht zum ersten Mal hier in diesem Schloss
und muss sagen, von Jahr zu Jahr und von Termin zu Termin bewegt sich etwas. Es geht langsam, aber doch zielgerichtet weiter. Und das vor allen Dingen durch viel ehrenamtliches Engagement, aber auch natürlich durch eine ganze Reihe von Finanziers vom Bund über Land angefangen bis hin zur Sparkasse. Also es ist, denke ich mal, schon ein gemeinsames Projekt. Und an dieser Stelle bin ich dankbar für alle Aktivitäten und all denjenigen, die sich hier engagieren. Auf dem Erreichten ausruhen? Nein. Immerhin warten noch weitere Gebäude auf ihre Sanierung. Es sind viele Wünsche offen. Natürlich werden die Begehrlichkeiten in die Form der Restaurierung größer. Das heißt im Grunde auch bestimmte Bereiche eben nicht nur Not zu sichern, nicht nur Grund zu sichern, sondern auch zu restaurieren, um einfach auch diese Aufbruchstimmung eigentlich fortzuführen. Die Vereinsmitglieder hoffen auch den sogenannten alten Flügel mit seinen großen Sälen noch retten zu können. Nur wenn sie das gesamte Areal in einem entsprechenden Zustand präsentieren, ist ein Gesamtnutzungskonzept möglich. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Jetzt wird's richtig eng. Im letzten Auswärtsspiel gegen Babelsberg gab es für Germania wieder nichts zu holen. Mit einer knappen 1:0 Niederlage kehrten die VfB-Kicker enttäuscht nach Halberstadt zurück, denn der direkte Konkurrent aus Luckenwalde fuhr dazu noch 3 Punkte ein. In der Tabelle tauschen die beiden Clubs nun den Platz und Germania steht seit langer Zeit wieder mal unter dem Strich. Das wird ein schweres Restprogramm für den VfB, um dort unten nochmal rauszukommen. Als nächster Gegner kommt nämlich der Tabellenführer aus Zwickau ins Friedensstadion. Die Sachsen wollen unbedingt in die dritte Liga und sind auch noch nicht durch. Krasser könnten die Gegensätze also nicht sein. Die einen wollen hoch und die anderen auf gar keinen Fall runter. Das verspricht Spannung pur am Mittwochabend um 17 Uhr im Friedensstadion. Im Halberstädter Rathaus wird zurzeit die Ausstellung Malgalerie gezeigt. Das Besondere daran ist, dass die Bilder von Gefängnisinsassen gezeichnet wurden. Eine Aktion, um Häftlinge mit Kunst zu sensibilisieren. Bis Ende Juni sind die Gemälde in der Ausstellung zu sehen. Die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz führt wie in den vergangenen Jahren einen Fotowettbewerb mit Preisgeldern durch. Unter dem Thema Türme, Feldwarten und Burgen sollen Hobbyfotografen als auch Profis ihr Glück versuchen. Am Samstag ist ein Bulle von einer umzäunten Weide geflüchtet. Das Tier stellte eine Gefahr für vorbeifahrende Radfahrer und Fußgänger dar. Dank guter Worte wurde das Tier durch die Beamten wieder zurück zu der Herde Hochlandrinder geführt. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Donnerstag wird schön und glänzt mit 13 Sonnenstunden. Am Morgen befinden sich die Werte noch um dem Gefrierpunkt herum bei leichtem Wind aus östlicher Richtung. Im weiteren Tagesverlauf klettern die Werte auf relativ angenehme 17 Grad bei leichter bis gar keiner Bewölkung am Himmel. Zum Abend kommt es zu keiner weiteren Veränderung am Wetter, lediglich die Windintensität erhöht sich ein wenig. Mit dem Sonnenuntergang fällt das Quecksilber auf 7 Grad. Der Freitag wird identisch, nur noch wärmer mit Höchstwerten von bis zu 21 Grad. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Erleben Sie jetzt fantastischen Sound im neuen Dolby Atmos Studio. Exklusiv bei EP Schubinski in Quedlinburg. Eine Altersvorsorge, das schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Und mit der Sparkasse sind über 51% Riester-Förderung drin. Dazu ein paar Aktien oder Fonds. Hallo. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1.
Zwischen Quedlinburgs historischer Alt- und historischer Neustadt gelegen, ist das Prinz Heinrich der Anlaufpunkt für jeden Genießer. Erleben Sie schöne Momente an der Bar, in den kleinen, gemütlichen Nischen auf einer der beiden Ebenen im Restaurant oder auf unserer idyllisch am Mühlgraben gelegenen Terrasse. Wir zaubern Ihnen täglich eine deutsch-mediterrane Küche auf den Tisch. Mit frischen Produkten aus der Region, gewürzt mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Verbringen Sie gemütliche Stunden mit Cocktails, guten Weinen und ständig wechselnden Bierangeboten vom Fass. Besuchen Sie uns und lassen Sie bei einem guten Essen alles andere hinter sich. Ihr Stadtrestaurant Prinz Heinrich in Quedlinburg wünscht Ihnen einen schönen Jahresanfang. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Sterben, Tod, Bestattung, Themen, die wir gerne verdrängen. Und doch ist es ein gutes Gefühl, wenn alles geregelt ist. Feuerbestattung ist ökologisch, nachhaltig und zeitgemäß. Feuerbestattung in Quedlinburg. Menschlich, würdevoll, einfühlsam. Alles Neue macht der Mai. Aber nicht bei Möbel Müller. Raus mit den alten Stromfressern. Im April modernisiert Möbel Müller Ihre Küche. Egal ob Farbberatung, Arbeitsplatten oder Gerätetausch. Sichern Sie sich zum Beispiel jetzt den neuen Siemens IQ 500 Cool Efficiency Einbaukühlschrank. Energieeffizienzklasse A3+ für nur 449 Euro. Entdecken Sie außerdem die Küchenwelt von Möbel Müller mit kostenlosem Aufmaß, Lieferung und Montage sowie Anschlussservice für Wasser und Strom. Lassen Sie im April Ihre Küchenträume wahr werden mit der 0% Finanzierung von Möbel Müller. Highspeed für die bunte Stadt. Das Wernigeröder Unternehmen Heuer und Sack bietet schnelles Internet und Telefon über das eigene Funk- und Breitbandkabelnetz. In Wernigerode und den Ortsteilen Benzingerode, Minzleben, Reddebar, Silstedt sowie in Heimburg und auf dem Brocken. Bis 25 Mbit pro Sekunde Download und bis 8 Mbit pro Sekunde Upload sind je nach Tarif und technischen Bedingungen verfügbar. Sie bekommen eine echte Flatrate ohne Datendrosselung. Informieren Sie sich in unserem Fachgeschäft in Hasserode oder unter Telefonnummer 03943 90 50 55. 10 Jahre Rockoper auf dem Brocken. Jubiläumsfeier lädt zur langen Faustnacht ein. Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag. Dies schrieb Johann Wolfgang von Goethe zu Beginn des 19. Jahrhunderts in seinem berühmten Faust. Die Harzer Schmalspurbahnen dachten sich vor 10 Jahren, das können wir auch, und inszenierten kurzerhand eine rockige Variante von Goethes weltbekannten Meisterwerk. Faust, die Rockoper auf dem Brocken, wird nun seit Februar 2006 jedes Jahr erfolgreich aufgeführt und lockt immer wieder zahlreiche Begeisterte auf den Harzer Gipfel. Aus diesem Anlass startete die HSB jetzt die lange Faustnacht im historischen Goethesaal des Brockenhotels. Der Geschäftsführer der HSB, Matthias Wagener, sowie der ehemalige Verkaufsleiter der HSB, Dr. Dietrich König, sind hier im Gespräch mit Michael Mantai, dem Geschäftsführer der Mantai Event GmbH aus Berlin. Vor 10 Jahren hatten sie gemeinsam die Idee für diese kreative und einzigartige Aufführung von Faust. Im Zwiegespräch auf der Bühne lässt Matthias Wagener die letzten Jahre noch einmal Revue passieren. Die Idee war damals von Dr. Rudolf Volz, der müsste auch mit hier im Saal sein. Das war die Idee von ihm, der gesagt hat, Rudolf Volz hat die Idee gehabt, den Faust von Goethe mit Originaltexten rockig
zu vertonen und aufzuführen. Aber eben zunächst mal so in dem Bereich Südwesten und ganz weit weg von dem Originalschauplatz, unter anderem bei Burgesszene hier auf dem Rocken. So, das war das Stichwort. Das war das Stichwort für alles. Und dann zu sagen, da machen wir was draus. Und wir machen dort keine Aufführung, die in jedem Theater aufgeführt werden sollte, sondern wir machen etwas Einmaliges draus, nämlich dieses Gesamtkonzept. Man fährt mit einem Mephisto-Express, mit einer dampfenden Lokomotive. Man ist unterwegs, fast 2 Stunden lang im Zug, fährt auf einen Berg, dort, wo der Schauplatz ist, Walpurgis, führt dort die Rockoper auf, hat im Zug Animationen, hat Hexen und Teufeln, bekommt Kleinigkeiten zu essen, zu trinken, kann sich hier oben aufhalten. Und genau das ist 2005 dann zum allerersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert worden, damit es im Frühjahr 2006 dann soweit sein konnte, Premiere hier im Goethesaal zum allerersten Mal Faust, die Rockoper auf dem Brocken. Ist heute zum 260. Mal. 260 Aufführungen. Und davon heute zum allerersten Mal die lange Faustnacht mit Faust 1 und Faust 2. Wenn ich Faust 2 erwähne, dann heißt das ja, es muss sich ja zwischen 2006 und 2016 noch was getan haben. Denn damals in 2006 ist ja zunächst nur Faust 1 aufgeführt worden. Und aufgrund dessen, dass eben dort die Resonanz so sehr gut gewesen ist, dass die Aufführungen fast durch die Bank ausverkauft waren und wir auch heute bei noch über 90% Auslastung liegen, kann man einfach nur sagen, die Idee muss da einfach sein. Es gibt ja auch einen Faust 2 und auch der sollte auch hier oben auf der Bühne im höchsten Saal mit aufgeführt werden. Ich hoffe sehr, dass wir das, was wir jetzt als Produkt haben, als Faust die Rockoper auf dem Brocken, was derzeit leider nur im Bereich März, April bis Walpurgis oder im Herbst, November aufgeführt wird, auch eine ganzjährige Veranstaltung werden kann. Da sind wir zurzeit dran in Überlegungen, auch hier auf dem Brocken so bestimmte Umfelder zu schaffen, dass man also auch da eine Bühne bekommt, Bestuhlung bekommt, die mal stehen bleiben kann, nicht extra aufgebaut werden muss. Das wäre so die Hoffnung zu sagen, wir können gerade in diesem speziellen Fall, Faust die Rockoper auf den Brocken, auch ganzjährig spielen, wenn die Resonanz da ist und die Menschen da sind und wir den Menschen weiterhin Freude machen können damit. Ich glaube, dass das die Hauptsache, die uns damit auch antreibt. Im Rahmen der Veranstaltung sorgt Fotograf Matthias Bein mit seiner Fotobox für gute Laune. Passend geschmückt und mit einem Lächeln auf den Lippen gibt's hier innerhalb weniger Sekunden das fertige Erinnerungsbild für zu Hause. Auf der Bühne werden dann Faust Teil 1 und Teil 2 in einem Durchgang aufgeführt. Hier ein paar Ausschnitte aus dem Programm. Mit Leichtigkeit erzeugen die Akteure die passende Atmosphäre und versetzen das Publikum von Anfang an ins Staunen. Einer darf dabei natürlich niemals fehlen, Mephisto. Gespielt wird er von Falco Illing, der seit der ersten Veranstaltung vor 10 Jahren das Publikum immer wieder mit seiner brillant-dämonischen Darstellung des Unterweltfürsten euphorisiert. Ein Musiker, mit dem ich auf Tournee war, der hat mich dem Herrn Rudolf Volz vorgestellt. Und der wollte eigentlich einen schwarzhaarigen Teufel haben, aber dann hat er mich gesehen, hat er geswitcht. So wurde ich der Teufel. Es ist exzellent, weil man jedes Mal wieder ein bisschen besser wird. Und das ist sehr schön. Das macht es auch immer interessant. Und es hält einen jung, in erster Linie. Und es ist ein schönes Gefühl, 10 Jahre gebraucht zu werden, ist schön.
Liebe Leute, kommt immer und immer wieder. Es wird immer besser werden. Ein erfolgreiches Jubiläum für die einmalige Aufführung von Faust auf dem Brocken geht so zu Ende. Bei der großen Nachfrage und dem Zuspruch der letzten Jahre wird dieses Rockspektakel auch in der nächsten Dekade mit Sicherheit wieder viele Hexen und Teufel verzaubern. Kulturdezernententreffen in Wernigerode. Beratung im historischen Rathaus. Die länderübergreifende Konferenz der Kultusdezernenten aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen fand diesmal in Wernigerode statt. Seit 1990 wird sie regelmäßig durchgeführt. Am diesjährigen Treffen nahmen 32 Kollegen aus beiden Bundesländern teil. Ja, wir wechseln regelmäßig seit 25 Jahren zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und Wernigerode war einfach mal wieder dran. Wir waren zuletzt 2006 hier zur Landesgartenschau und jetzt ist 2016. Nach 10 Jahren war das wieder dran. Welche Themen standen zur Diskussion? Ja, zum einen haben wir Sachsen-Anhalter uns natürlich Gedanken gemacht zu der Koalitionsvereinbarung und der Regierungsbildung in Magdeburg und hoffen sehr, dass die Kultur wirklich gut vertreten wird innerhalb dieser Regierung. Zum anderen ging es um Kulturgutverluste, ein Thema, das uns ja seit langem und zuletzt seit der Gurlitt-Affäre massiv beschäftigt, auch die Museen in Sachsen-Anhalt. Und es ging auch um eine ganz aktuelle Frage mit der Zuspitzung der gesellschaftlichen Dispute um Flüchtlinge, um Zuwanderung, kommen wir plötzlich auch mit den Bibliotheken beispielsweise in einen Konflikt, der so aussieht, dass die Frage gestellt wird, welche Bücher dürfen öffentliche Bibliotheken kaufen? Müssen sie oder dürfen sie auch zum Beispiel Mein Kampf, die kommentierte Ausgabe, die es ja jetzt frei gibt, haben? Und da hat sich der Bibliotheksverband, und wir haben das heute so unterstützt, sehr eindeutig erklärt, dass wir als öffentliche Bibliotheken einen Auftrag haben, Breite anzubieten, Meinungsvielfalt nicht nur zuzulassen, sondern auch zu fördern und deswegen auch umstrittene Werke bereitstellen werden. Es wurden verschiedene Projekte schon vorgestellt, die in Zukunft umgesetzt werden sollen. Welche zum Beispiel? Ja, im Zusammenhang mit den Kulturgutverlusten gibt es ja in Magdeburg, in Land Sachsen-Anhalt, diese Zentralstelle für Kulturgutverluste. Und dort gibt es beispielsweise das Angebot an die kommunalen, aber auch private Museen, Fördergelder zu bekommen, um zu forschen, woher kommen die Museumsbestände, sind sie rechtlich sauber oder gibt es unter Umständen Bestände, die ganz anderen Menschen oder Institutionen gehören und die zurückgegeben werden müssen. Das sind so ganz konkrete Projekte, die uns heute angeboten wurden, die wir als Museen auch nutzen wollen. Wernigerode ist immer eine Reise wert. Das fanden auch die Teilnehmer des Kongresses, die 2 Tage nutzten, um in den Nachmittags- und Abendstunden etwas mehr von der bunten Stadt kennenzulernen. Veranstaltung im Harz. RFH präsentiert Kabarett Genial im Mai mit Lars Johansen und Phil Huber. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn Sie im Harz wohnen, müssen Sie zu Kabarett Genial gehen. Da können Sie großartige Kabarettkünstler sehen, unter anderem uns. Wir, das sind Huber und Johansen. Wir machen zusammen ein Programm, das behindertgründig heißt. Es geht um Behinderungen, denn Huber ist behindert. Johansen sieht zwar nicht so aus, ist es aber eigentlich auch. Und dieses Programm können Sie nicht nur in Halberstadt sehen, auch in Quedlinburg und in Wernigerode und natürlich in Staßfurt. Und wenn Sie da hingehen, dann werden Sie feststellen, dass der Herr Huber auch sprechen kann und nicht nur Huber sagen, sondern eben auch Johansen. In diesem Sinne, kommen Sie zu uns. Ticketinfos und das gesamte Programm im Überblick finden Sie online unter www.kabarett-genial.de. Viel schwarzer Humor und eine gehörige Portion Augenzwinkern und dabei das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Noch bis zum 21. Mai präsentiert Karikaturist Phil Hube seine aktuelle Ausstellung in der Harzsparkasse Quedlinburg. Eine Gemeinschaftsaktion der Aktion Mensch und der Harzsparkasse. Mit Behinderungen ist zu rechnen, noch bis zum 21. Mai in der Harzsparkasse Quedlinburg, Turnstraße 8. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte.
Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Eines der größten Flächendenkmale Deutschlands, die UNESCO-Welterbestadt Quedlinburg. Verwinkelte Gassen, mittelalterlich anmutende Plätze und gemütliche, sich dicht an dicht reihende Fachwerkhäuser. Darüber thronen die Stiftskirche und das Schloss auf dem Schlossberg. Das gibt's nur in Quedlinburg. Kaum zu glauben, aber in der einstigen Kaiserpfalz wurde deutsche Geschichte geschrieben. Heinrich I. legte hier den Grundstein für die Einigung der deutschen Herzogtümer, sodass er bis heute als Gründer des Deutschen Reiches gilt. Heute versprühen über 2000 Fachwerkhäuser eine unverwechselbare Atmosphäre aus Tradition und Romantik. Die architektonischen Zeugnisse zählen darum seit 1994 auch zum Welterbe der UNESCO und machen die Stadt zu einem der größten Flächendenkmale des Landes. Auch auf der bekanntesten Tourismusroute Deutschlands, der Straße der Romanik, ist Quedlinburg gleich mit 3 zentralen Bauwerken vertreten. Die Viperti-Kirche war ursprünglich der Königshof und damit die Keimzelle der Ottonenherrschaft. Besonders sehenswert sind die historischen Grabanlagen im Umfeld der Kirche, die in dieser Form nördlich der Alpen kaum zu finden sind. Die Stiftskirche St. Servati gehört zu den bedeutendsten romanischen Bauwerken Europas. Die ursprüngliche Burgkapelle Heinrichs I. wurde ab 936 mit der ersten Kirche des Damenstifts überbaut. Heute beherbergt sie die Grableger Heinrichs und seiner Frau Mathilde sowie den berühmten Domschatz der Ottonen. Die erstmals im Jahr 961 erwähnte Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode gilt als nahezu einziges komplett erhaltenes Bauwerk in ottonischer Bauweise. Sie war bis 1616 die Kirche des Frauenstiftes Gernrode. Ein Höhepunkt, das Heilige Grab, befindet sich im südlichen Kirchenschiff. Doch Quedlinburg bietet mehr als malerische Gassen und alte Geschichten. Lebendige Kunsthandwerkstätten, Theater und Musikwochenenden lassen die Stadt das ganze Jahr über pulsieren. Besondere Highlights sind die Quedlinburger Dixieland- und Swing-Tage mit verschiedenen Bands bei den Konzerten im Marktkirchhof und natürlich der legendäre Dixie-Train, der die Gäste nach Silberhütte führt. In der einzigartigen Atmosphäre der Stiftskirche präsentiert das Nordharzer Städtebundtheater jeden Sommer die Inszenierung Der Name der Rose. Darüber hinaus verbindet Quedlinburg kulinarische Genüsse und Kultur im Herzen der Stadt. So zeigt die Feininger Galerie die weltweit umfangreichsten Bestände an Druckgrafiken des bedeutenden Bauhauskünstlers Lionel Feininger. Wir feiern dieses Jahr das 30-jährige Gründungsjubiläum und werden aus diesem Anlass die Sammlung noch einmal auf ganz neue Weise präsentieren. Das Besondere an dem Bestand ist ja, dass er nicht nur Grafiken und frühe Gemälde beherbergt, sondern dass wir bestimmte authentische Objekte zeigen können, wie zum Beispiel den Grafikschrank von Feininger. Und man bekommt durch die Begegnung natürlich einen sehr individuellen und subtilen Zugang zu den Lebens- und Arbeitsverhältnissen des Künstlers in einer Weise, wie man es in einem anderen Museum gar nicht finden kann. In unmittelbarer Nachbarschaft lädt das Café Vincent die Käsekuchenbäckerei zum besonderen Genuss ein. Hier wird täglich frisch gebacken, natürlich aus Liebe. Wie Maureen Lehrenpfennig in ihrer kleinen Backstube bei der Vorbereitung der vielen unterschiedlichen Käsetorten beweist. Wir haben im Moment 193 Käsekuchen, verschiedene Käsekuchen. Angefangen haben wir mit 4 Rezepten, mit 4 verschiedenen, jetzt 193. Die Grenze nach oben ist unbeschreiblich. Alles, was das Herz begehrt, könnt ihr bei uns haben. Kommt einfach zu uns und esst unseren Käsekuchen. Wer es nach dem faszinierenden Stadtrundgang durch Quedlinburg deftig und gemütlich mag, kehrt in das Brauhaus Lüdde in der Blasistraße ein. Im ehemaligen offenen Hof der Brauerei oder im idyllischen Biergarten kann man gut essen und trinken. Selbstverständlich mit Bieren aus der eigenen Brauerei. Dem Braumeister kann man hier sogar regelmäßig bei seiner Arbeit zuschauen, wenn er die Zutaten für die typischen Biere Knotenfurz und Puparschknall im Braukessel vorbereitet. Für die Gäste werden die beliebten Biere hier noch in Handarbeit abgefüllt und in Flaschen auch außer Haus angeboten. Sie interessieren sich für Kirchen, Fachwerk oder Kunst und Kultur?
Die Geschichte der über 1000-jährigen Stadt wird Sie mit Sicherheit faszinieren. Nutzen Sie Quedlinburg darüber hinaus auch als idealen Ausgangspunkt für Ihre Ausflüge in den Harz. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Wer was für seine Gesundheit tun will und lieber auf das Bierchen zum Vatertag verzichtet, der kann sich morgen beim 29. Lauf in den Sommer beweisen. Gestartet wird um 10 Uhr an der Skihütte in Elbingerode. Auf dem Verkehrslandeplatz Ballenstedt-Quedlinburg wird es am Männertag ein buntes Programm mit Motorkunstflügen, Oldtimern, Fallschirmspringen, Segelkunstflug und Hubschrauberrundflügen geben. Das ganze Spektakel geht von 10 bis 18 Uhr und zum Abschluss wird ein Feuerwerk den Himmel erleuchten. Die Krimikomödie Die 39 Stufen wird am Freitag um 19.30 Uhr im Großen Haus in Quedlinburg aufgeführt. Ein rasanter Theaterabend zwischen Agententriller und Gangsterkomödie erwartet Sie. Genauere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.harztheater.de. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Die Kommunale Beschäftigungsagentur bietet auch in dieser Woche viele offene Stellen in verschiedenen Bereichen. Werden Sie Verkäufer, Altenpfleger oder Lkw-Fahrer. Die KOBA, das Jobcenter im Landkreis Harz, unterstützt Sie bei Ihrer Suche. Umfangreiche Informationen zu den Stellenausschreibungen sowie weitere Inserate finden Sie im RFH-Teletext ab Seite 305 und im Internet unter koba-jobcenter-harz.de. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFH-Teletext ab Seite 301. Neuer Sound und phänomenales Klangerlebnis für Ihr Zuhause. Hallo, wir präsentieren Ihnen heute hier in unserem EP Mediapark Schubinski unsere neuere Attraktion, das sogenannte Dolby Atmos Studio. Kommen Sie einfach mal mit, das stelle ich Ihnen jetzt gerne vor. Hier ist unser neues Dolby Atmos Studio, was wir für die hergerichtet haben, wo wir technisch ein bisschen erweitert haben und vor allen Dingen, wo die ein neues Klangerlebnis erleben werden. Das Team im EP Mediapark Schubinski hat jetzt für die interessierten Kunden ein in der Region einmaliges Studio eingerichtet. Ein neues Klangerlebnis verspricht die Dolby Atmos Technologie fürs Heimkino.
Geschäftsführer Heiko Schubinski und Fachverkäufer Christian Pakulla sind stolz, hier das Zusammenwirken der Komponenten für das Dolby Atmos System eindrucksvoll präsentieren zu können. Hier im Studio kommt der Filmsound aus allen Richtungen, sogar von oben. Das können Sie hier hautnah erleben. Egal ob Stimmen von Menschen, Musikklänge, Motorengeräusche im Autorennsport, Naturtöne und natürlich spektakuläre Actionsequenzen der aktuellen Kinoblockbuster. Mit Dolby Atmos haben Sie noch mehr das Gefühl, mitten drin zu sein. So, und hier sind wir auch schon. Was jetzt Sie hier sehen, ist eine neue Klangtechnologie. Das bedeutet von der Sache her, bisher kannte man es ja, dass Sie ringsherum die Lautsprecher hatten, also 2 bis 4 Lautsprecher im Rücken, 3 vorne plus Bass. Und die Filmindustrie ist jetzt einen Schritt weitergegangen und bringt den Ton jetzt praktisch in die Höhe. Das heißt, es gibt spezielle Blu-ray-Filme, die mit einer Tonspur belegt sind, wo Sie die Räumlichkeit in die 4. Dimension holen. Man muss sich einfach vorstellen, wenn man jetzt auf der Straße ist und über einen fliegt ein Flugzeug, dann guckt man ja nach oben und nicht nach hinten. Und diesen Effekt möchte man jetzt auch im Kino, im Heimkino erreichen. Und diese Produkte haben wir jetzt für die Vorführung bereit. So, wir haben natürlich passende Filme auch in unserem Sortiment. Das bedeutet von der Sache her, Neuheiten wie zum Beispiel American Sniper haben dann eine ausgewiesene Dolby Atmos Tonspur und profitieren natürlich von diesem neuen Effekt. Für Dolby Atmos gibt es unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten. Was wir jetzt hier im Studio für Sie vorbereitet haben, ist das maximal Mögliche. Das bedeutet von der Sache her, dass Sie typisch einen Center-Lautsprecher, linke und rechte Lautsprecher haben, 2 Höhenlautsprecher in der Front und einen hinten rechts, einen hinten links und dasselbe nochmal für die Höhe. Und dazu gehört natürlich vorteilhaft noch ein Subwoofer, den es in unterschiedlichen Größen natürlich gibt. Und für die Kunden, die sagen, das ist mir eigentlich viel zu viel Lautsprecher, gibt es natürlich noch die Alternativtechnik über sogenannte Soundbars. Da haben wir dann von der Firma Yamaha die Soundbar, die dieses Atmos-Prinzip durch Raumkorrektur auch herstellt, wo ich dann praktisch nur einen durchgehenden Lautsprecher habe, mit auch wieder einem Subwoofer, was dann auf ihren Raum kalibriert wird und dann wird die Höhe künstlich erzeugt, was aber sehr, sehr praktikabel funktioniert und was Sie sich natürlich gerne bei uns auch anhören können. Was für Dolby Atmos unabhängig vom Soundprojektor benötigt wird, also wenn ich jetzt mit klassischen Lautsprechern arbeite, ist natürlich ein Dolby Atmos fähiger Verstärker. In dem Fall sehen Sie jetzt gerade das Modell von der Firma Yamaha. Es gibt aber natürlich auch andere Hersteller, die Sie natürlich bei uns dann auch finden werden. Die Geräte variieren auch in der Größe. Das ist jetzt schon so ein Topmodell mit einer relativ hohen Höhe. Es gibt allerdings auch Flachmodelle. Dann haben wir natürlich für jeden Geschmack und für jeden Anspruch die Geräte vorrätig. Wenn Sie sich für sowas entscheiden, dann haben Sie einen Klang.